Herzlich willkommen beim Podcast Alternative Streitbeilegung der Münchner Ausbildung zum Wirtschaftsmediator. Mein Name ist Martin Fries. Gemeinsam mit Horst Eidmüller und Andreas Hacke verantworte ich das Konzept dieser Mediationsausbildung und habe auch diesen Podcast zur alternativen Streitbeilegung gestaltet. Wenn wir von alternativer Streitbeilegung sprechen, dann sagt das Wort schon, dass es um eine andere Form als vielleicht die übliche oder typische Form der Streitbeilegung gehen soll. Wie tragen wir üblicherweise unsere Konflikte aus? Dazu möchte ich direkt mit einem Beispiel beginnen. Sie sehen auf dieser Folie eine Schlagzeile aus der Frankfurter Allgemeine Zeitung aus dem Jahr 2012. Und die Überschrift lautet: Erschossen hat mich der Rolf. Es geht dabei um einen jahrelangen Rechtsstreit zwischen der Kirchgruppe, dem Medienunternehmen des inzwischen verstorbenen Unternehmers Leo Kirch auf der einen Seite und der Deutschen Bank auf der anderen Seite. Anlass des Streits war ein Interview, das der damalige Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Rolf Breuer, im Jahr 2002 bereits dem amerikanischen Sender Bloomberg TV gegeben hat. Und Leo Kirch hatte Zeit seines Lebens behauptet, dass auf dieses Interview die Pleite seines Medienimperiums zurückzuführen sei. Aus diesem Grund hat Leo Kirch mit seinem Firmenkonsortium seit 2002 zum einen gegen die Deutsche Bank AG, zum anderen auch gegen Rolf Breuer persönlich eine Vielzahl von Klagen vorgebracht. Der Streit befand sich also lange in der Obhut ganz verschiedener Gerichte, die damit befasst wurden. Als 8 Jahre verstrichen waren, im Jahr 2010, kam ein Richter auf die Idee, man könne womöglich den Streit im Wege einer Mediation lösen. Es kam aber nicht dazu. Stattdessen verstarb im Folgejahr 2011 Leo Kirch. Dennoch gingen die Streitigkeiten weiter. Seine Erben fühlten sich verpflichtet, diese Sache fortzusetzen. Und so kam es dann Ende 2012 zu einer Art Vorentscheidung durch das Oberlandesgericht München, das dem Grunde nach Schadensersatz festgestellt hat und zugesprochen hat und nur noch die Höhe offen gelassen hat. Es dauerte dann noch mal mehr als ein Jahr, bis Anfang 2014 die Deutsche Bank sich, so wird kolportiert, in einem Vergleich zu einer Zahlung von ungefähr 925 Millionen Euro, also fast 1 Milliarde Euro, verpflichtet hat. Das ist ein typisches Beispiel, wie heutzutage im Wirtschaftsleben Konflikte ausgetragen werden. Es dauert sehr lang, es werden sehr hohe Ansprüche erhoben. Am Ende spricht viel dafür, dass zumindest ein wenig an den Ansprüchen dran ist. Am Ende des Tages vergleicht man sich vielleicht sogar, es gibt womöglich gar kein Gerichtsurteil, aber es ist sehr, sehr viel Zeit dabei draufgegangen und es wurden sehr viele Ressourcen beim Prozess und beim Streiten, man möchte fast sagen, verschwendet. Diese Wertverluste, die beide Parteien mitmachen, wollen wir uns nochmal unter der Lupe anschauen. Was ist es, was in diesem Fall während der 12 Jahre dieser Streitigkeit alles verloren gegangen ist, was nicht vielleicht verloren hätte gehen müssen? Die Wertverluste beginnen mit den Anwaltskosten. Gerade wenn es um viel Geld geht, heuern die Parteien in der Regel teure Anwaltskanzleien an. Teilweise sind es auch mehrere Kanzleien, die für eine Seite arbeiten. Und diese Kanzleien wollen Geld haben. Und das Geld geht naturgemäß nachher von der Vergleichssumme ab, beziehungsweise müssen die Parteien noch oben auf die Vergleichssumme darauf rechnen. Hinzu kommen, wenn Gerichte befasst werden, die Gerichtskosten. Dann liegt gerade beim Fall Kirch gegen Deutsche Bank natürlich auf der Hand der Zeiteinsatz von 12 Jahren mit der damit verbundenen Unsicherheit. Wenn jemand eine Bilanz schreiben muss, muss er Rückstellungen dafür bilden, weil er damit rechnen muss, dass womöglich er am Ende etwas zahlen muss. Auf der anderen Seite kann auch der Anspruchsteller nicht sicher einen entsprechenden Anspruch in seinen Büchern verbuchen. Natürlich wird gerade bei einem solchen öffentlichkeitsträchtigen Streit auch manches in der Presse zu lesen sein. Damit einhergeht ein entsprechender Reputationsverlust für die Beteiligten.
ob es eine Genugtuung gibt am Ende des Tages für denjenigen, der sich etwas aus dem Streit erwartet, ist zumindest die große Frage. Und vielfach spielt auch der Gesichtsverlust eine Rolle. Das Kuriose daran ist, dass viele Streitbeteiligte eigentlich versuchen, Ansprüche durchzusetzen bzw. den Streit führen, weil sie versuchen, einen Gesichtsverlust zu verhindern. Sie denken, wir sind jetzt schon so weit gekommen, dann müssen wir auch weitermachen. Das lässt sich sehr gut illustrieren an einem Zitat von Shakespeares Macbeth. Da hat die Hauptfigur bereits eine ganze Reihe von Leuten umgebracht und dann sagt sie, nun bin ich schon so tief im Blut drin, da kann ich auch direkt weitermachen, da kann ich dann auch noch viel mehr Leute umbringen, denn jetzt ist es auch egal. Und das ist eine relativ typische Tendenz, die vielen von uns geradezu angeboren ist, dass wir sagen, naja, jetzt haben wir schon so viel Geld ausgegeben, dann ist es am Ende auch egal und dann werfen wir dem schlechten Geld tatsächlich noch Gutes hinterher. Und das gute Geld, das wir hinterherwerfen, ist häufig am Ende des Tages sehr, sehr viel Geld. Anwalts- und Gerichtskosten, um einmal den greifbarsten Wertverlust der Streitparteien zu benennen, können durchaus einmal 10, 20, 30 oder gar 40% des Streitwerts ausmachen. Und das ist alles Geld, was die Parteien sparen können, wenn sie versuchen, sich sehr ressourcenbewusst ihrer Streitigkeit zu nähern und sehr ressourcenbewusst diese Streitigkeit zu lösen. Was ist eine Form des Konfliktmanagements, eine Form der Streitbeilegung, die in dieser Weise versucht, Wertverluste zu vermeiden? Das ist die zentrale Frage, die unserer Vorlesung zur alternativen Streitbeilegung zugrunde liegt. Es geht uns darum, zunächst Konflikte zu erkennen und sie besser zu verstehen. Das bedeutet, die Theorie von Konfliktentstehung und Methoden zur Konfliktlösung zu durchdringen. Und dann aufbauend auf dieser Theorie besser zu kommunizieren und besser auch in der Rolle einer Partei zu verhandeln. Denn erst wenn man Konflikte erkannt und verstanden hat, wenn man es selber ausprobiert hat, wie man besser kommuniziert und besser verhandelt, dann wird man in der Lage sein, Verfahren der alternativen, der vielleicht intelligenten Streitbeilegung tatsächlich auch situationsgerecht einsetzen. Zwei Amerikaner, Sander und Goldberg, haben einmal davon gesprochen, fitting the forum to the fuss. Das bedeutet, der Weg, wie wir unsere Konflikte austragen, muss auf den Konflikt selbst angepasst sein. Und diese Anpassung erfolgt eben auf einer theoretischen Grundlage und mit praktischem Know-how. Dieser Podcast macht innerhalb dieser Ziele vor allen Dingen den ersten Schritt aus, Konflikte erkennen und verstehen und geht dann theoretisch auch auf die weiteren Schritte ein. Besser kommunizieren und verhandeln und auch den situationsgerechten Einsatz von alternativen Streitbeilegungsverfahren. In unserer Mediationsausbildung, der Münchner Ausbildung zum Wirtschaftsmediator, nehmen wir dann diese Theorie auf und setzen sie in die Praxis um, indem wir praktisch einüben, wie man besser kommunizieren und verhandeln kann und welche Methoden im Einzelfall dann für eine Streitbeilegung in Frage kommen. Wie ist diese Vorlesung gegliedert? Wir beginnen damit, dass wir uns mit Konflikten und verschiedenen Konfliktbehandlungsformen auseinandersetzen. Wir setzen dann einen ersten Schwerpunkt auf das Thema Kommunikation, das von allen Teilthemen womöglich das Zentralste ist, wenn wir uns mit gutem Konfliktmanagement auseinandersetzen. Dann richten wir unser Brennglas auf die Verhandlungen. Wir schauen uns an, was in Verhandlungen los ist, Verhandlungsanalyse, und welche Dynamiken eine Verhandlung annehmen kann und wie sich diese Dynamiken steuern lassen. Anschließend gehen wir ein auf eine bestimmte Form einer Verhandlung, nämlich eine drittunterstützte Verhandlung, eine sogenannte Mediation, und beschäftigen uns mit verschiedenen Formen, in denen eine Mediation ablaufen kann. Wir werden uns beschäftigen mit Rollen der Parteien und des Mediators und dem Recht eines Mediationsverfahrens und werden uns dann
in einem weiteren Schritt auch anschauen, in welchen Phasen eine Mediation abläuft und welche Techniken der Mediator oder die Mediatorin dabei einsetzt. Wir werden dann das Mediationsverfahren als solches verlassen, weitergehen zum Schiedsverfahren, einer anderen Form der alternativen Streitbeilegung, werden uns dort anschauen, welche Formen das Schiedsverfahren annehmen kann und wie ein solches Verfahren abläuft. Gegen Ende dieses Podcasts werden wir uns dann noch einer speziellen, vergleichsweise jungen Form der Streitbeilegung widmen, nämlich der Verbraucherschlichtung, und werden uns ganz am Schluss auch noch anschauen, welche Verfahrenshybride sich stricken lassen, welche Mischformen aus verschiedenen Streitbeilegungsverfahren es also gibt. Diese Punkte, die ich gerade als Themen dieser Vorlesung identifiziert habe, werden wir jeweils in einem Termin abhandeln. Dieser Podcast besteht aus einer Serie von 11 ungefähr einstündigen Teilpodcasts, und jedem dieser Teilpodcasts werden wir einem dieser Themen widmen. Die Methodik, die diesem Podcast zugrunde liegt, ist sodann eine, die ich eben schon angedeutet habe, die versucht, Theorie und Praxis miteinander zu verschränken. Das Basisrad, an dem wir drehen, ist zunächst einmal die Vorlesung selbst. Dieser Podcast vermittelt die wesentlichen Grundlagen dafür, dass man alternative Streitbeilegungsformen tatsächlich auch anwenden kann. Es braucht dann, das ist ein zweiter großer Schritt, ein Training dafür, dass man sich tatsächlich auch praktisch mit diesen Methoden vertraut macht und an Beispielsfällen einübt, wie man besser kommuniziert, wie man besser verhandelt und wie man Verhandlungen zwischen zwei anderen Streitparteien gut vermitteln kann als Mediator oder Mediatorin. Und der letzte Schritt, das ist dann einer, den die Teilnehmer unserer Mediationsausbildung von sich aus tun, ist derjenige, das in die Praxis zu übersetzen. Dieser Schritt vom Training aus ist allerdings vergleichsweise einfach. Die Dozenten dieses Podcasts, dieser Vorlesung, sind zum einen Horst Eidenmüller. Horst Eidenmüller ist inzwischen Inhaber eines Lehrstuhls für Handelsrecht an der University of Oxford. Er ist gleichzeitig außerhalb seiner universitären Tätigkeit immer wieder als Mediator und auch als Schiedsrichter in nationalen und internationalen Wirtschaftskonflikten tätig. Der zweite im Bunde ist Andreas Hacke. Andreas Hacke ist Rechtsanwalt und Partner der Sozietät 20 Hacke, Meilke und Partner. Er ist neben seiner originär anwaltlichen Tätigkeit ebenfalls freiberuflich tätig als Mediator und Schiedsrichter in einer Vielzahl von nationalen und internationalen Fällen. Und der dritte im Bunde ist meine Person, Martin Fries. Ich bin Privatdozent an der Juristischen Fakultät der LMU München. Auch ich bin als Mediator außerhalb meiner universitären Tätigkeit freiberuflich tätig und verschränke, wie auch meine beiden Kollegen, praktische Erfahrungen aus unserer Mediationspraxis mit dem, was wir hier in den Podcast einbringen und was wir auch in der Mediationsausbildung praktisch unterrichten. Begleitend zu diesem Podcast mögen Sie einen Blick in die Literatur werfen wollen. Es gibt reichhaltige Literatur zu ganz verschiedenen Themen rund um Konfliktmanagement, Verhandlungsmanagement und Mediation. Wir haben hier einmal diejenigen Bücher angeführt, die wir mitbetreut haben und die wir deswegen Ihnen auch besonders empfehlen wollen. Das ist zum einen das Buch Verhandlungsmanagement von Büring-Uhle, Eidenmüller-Nelle. Dann zum zweiten das Buch Mediation in der Wirtschaft von Duwe Eidenmüller-Hacke, in zweiter Auflage erschienen, und das Buch Mediationsrecht, das herausgegeben wird von Eidenmüller und Wagner, in dem aber auch die weiteren Dozenten dieses Podcasts, namentlich Andreas Hacke und ich, Teile der Kommentierung übernommen haben. So viel als Einführung zu diesem Podcast, zu der gesamten Vorlesung Alternative Streitbeilegung. Nun steigen wir ein in den ersten Termin, in das erste Thema, das Gegenstand nun nach dieser Einführung auch dieses ersten Podcasts sein soll. Das erste Thema, das ich eben genannt habe, lautet Konflikte und Konfliktbehandlungsformen. Wir wollen uns in diesem ersten Thema zunächst beschäftigen mit
den Ursachen und der Dynamik von Konflikten. Wir wollen fragen, wie Konflikte entstehen und sich entwickeln. Wir wollen dann nochmal etwas näher als eben schon eingangs bei dem Kirch-Deutsche Bank-Fall uns damit beschäftigen, wie konventionellerweise man häufig mit Konflikten umgeht. Und wir wollen dann einmal aufzeichnen, wie groß das Spektrum der alternativen Streitbeilegung ist und Ihnen ein Gefühl dafür verschaffen, welche weiteren Möglichkeiten der Konfliktlösung es noch gibt. Wenn wir mit dem ersten Schritt beginnen und uns fragen, welche Ursachen, welchen Anlass können Konflikte haben, dann lassen sich dort ganz unterschiedliche Konflikttypen identifizieren. Es gibt zum einen zum Beispiel Zielkonflikte. Stellen Sie sich vor, eine Naturschutzgruppe will ein Reservat bewahren, aber ein Wirtschaftsverband strebt den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur an. Das wäre ein Zielkonflikt, beide Beteiligten wollen etwas Unterschiedliches und daraus entsteht ein Konflikt. Das Gleiche kann Ihnen als Strategiekonflikt in einem Unternehmen passieren. Es mag etwa sein, dass ein Gesellschafter in Forschung und Entwicklung investieren will, ein anderer Gesellschafter aber vorhandene Mittel ausschütten will oder den Vertrieb oder eine andere Unternehmenseinheit stärken will. An dieser Stelle haben Sie einen Zielkonflikt. Eine weitere Konfliktform, der Mittel- und Wegekonflikt. Ich will dasselbe wie du erreichen, aber auf einem anderen Weg. Stellen Sie sich vor, womöglich will ein Vertriebsleiter die Kundenzufriedenheit durch die Verringerung von Lieferzeiten erhöhen, aber sein Produktionschef setzt auf bessere Qualität, egal ob sie Zeit kostet oder nicht. Beide wollen dasselbe, nämlich Kundenzufriedenheit, aber sie stellen sich unterschiedliche Wege dafür vor. Ein dritter Konflikttypus sind Verteilungskonflikte. Stellen Sie sich vor, es geht um ein Erbe einer verstorbenen Person und da ist ein Bild drin, zum Beispiel ein Picasso, den zwei der Erben haben wollen. Und jetzt müssen sie das Erbe untereinander aufteilen. Wenn es dann darum geht, wer den Picasso bekommt oder wer den Oldtimer bekommt, dann ist das ein Verteilungskonflikt. Und die letzte Konfliktform, die wir hier aufgemalt haben, ein Rollenkonflikt. Ich muss mehrere Rollen zugleich spielen. Stellen Sie sich vor, da ist ein Projektleiter, der hat einerseits die Pflicht, loyal zu seinem Vorgesetzten zu sein. Andererseits möchte er aber auch auf Augenhöhe mit den Projektgruppenmitgliedern kommunizieren. Dann muss er beide Rollen gleichzeitig ausfüllen und das kann sehr, sehr schwierig sein, zu Konflikten führen. Ähnlich beobachten wir das in Familienunternehmen, wenn jemand einerseits Gesellschafter, andererseits aber auch Geschäftsführer in einer Person ist. Oder wenn jemand noch eine familiäre Rolle gleichzeitig spielen muss, weil er zum Beispiel der Enkel des Gründers ist oder weil noch andere Familienangehörige an dem Unternehmen in anderer Funktion beteiligt sind, dann prallen Rollen aufeinander, häufig prallen sie aufeinander innerhalb einer Person und das führt zu Konflikten. Wichtig ist, dass man sich klar macht, welcher Konflikttyp einer Streitigkeit zugrunde liegt, denn das ist der Beginn des Schlüssels dafür, wie man mit einem Konflikt richtig und zielführend umgehen kann. Es gibt dann innerhalb von Konflikten zwei Dynamiken. Auch das ist nicht hausgemacht, welchen Weg der Konflikt dort einschlägt, sondern man kann sich diese unterschiedlichen Dynamiken bewusst machen und versuchen, in die richtige Richtung zu steuern. Viele von uns empfinden intuitiv einen Konflikt als eine Bedrohung. Weil sie wissen, innerhalb eines Konfliktes kommt es dazu, dass wir sehr schnell das gegenseitige Vertrauen verlieren, wenn es nicht ohnehin schon weg ist, aber meistens lässt sich immer noch mehr verlieren. Wir wissen dann, ein Konflikt, auch wenn er bisher nur schwelt, kann doch häufig eine noch viel größere Eskalation auslösen. Es gibt dann provokante Impulse von beiden Seiten, die zumindest eine Eskalation wahrscheinlicher machen und die Beteiligten betonen ihre Differenzen. Es geht also buchstäblich immer weiter auseinander. Wir werben demgegenüber dafür, dass sie versuchen, Konflikt andersherum zu begreifen, den Konflikt als eine Chance zu begreifen. Im positiven Sinne, wie es eine Kollegin von mir immer formuliert, eine Art von Konfliktfreude zu entwickeln. Wie soll das gehen? Nun, in einem Konflikt kann man auch
einen Anstoß dafür sehen, dass man kreativ wird und eine kreative Lösung für diesen Konflikt findet, der wiederum ein Startpunkt für ein vielleicht neues Miteinander oder zumindest ein neues Nebeneinander ist. Das jedenfalls aber wesentlich produktiver ist als die Zeit, die die Parteien bisher durchlebt haben. Ein Konflikt kann weiter auch ein Anstoß zum Wandel sein, dass man etwas ändert, was schon immer gestört hat, und das kann durchaus etwas Positives sein. Ein Konflikt kann Innovation freisetzen, weil die Beteiligten sich Zeit nehmen dafür, sich zu überlegen, wie es produktiver funktionieren könnte. Und am Ende des Tages muss nicht, aber kann ein Konflikt durchaus auch Gemeinsamkeiten zutage fördern, die man bisher gar nicht gesehen hat und die dazu führen, dass sich neue Ideen auftun und womöglich neue Dinge miteinander realisieren lassen. Diese konstruktive Grundhaltung ist vielleicht etwas, das man sich vornehmen kann, um mit dieser Grundhaltung Konflikte anzugehen. Das ist natürlich nicht einfach, und zwar gerade deswegen nicht einfach, weil wir vielleicht eine angeborene oder intuitive Art haben, Konflikte andersherum zu denken. Der Konfliktforscher Friedrich Glasl hat dafür einmal das Bild einer Treppe geprägt, und diese Treppe geben wir hier in einer etwas vereinfachten Darstellung wieder. Typischerweise eskaliert ein Konflikt ganz langsam. Vielleicht kann man es auch mit einer Spirale vergleichen. Es beginnt dabei, dass sich Standpunkte aufeinanderprallen und sich Standpunkte dann verhärten. Vielleicht gibt es ab und an mal einen Ausrutscher oder eine Verkrampfung, aber noch keine starren Positionen. Dann geht es weiter. Es entspannt sich eine Debatte, eine Polemik, könnte man auch sagen. Und dort beginnt schon eine Art Schwarz-Weiß-Denken. Das bedeutet, wir versuchen ein Stück weit zu polarisieren, wir sammeln Argumente nur noch für uns selbst und werten das ab, was vom Gegenüber kommt. Dann geht es weiter, dass wir vielleicht beginnen, nicht mehr miteinander zu sprechen, sondern Taten sprechen zu lassen. Wir verlieren die Empathie, das Einfühlungsvermögen in den anderen und wir stellen unser Gegenüber vor vollendete Tatsachen. Das ist dann überwiegend eben kein Gespräch mehr, sondern nonverbales Verhalten, das auch geprägt wird von einem Misstrauen gegenüber dem anderen. Man trifft Vorkehrungen dafür, sich nicht ausnutzen zu lassen. Nächste Stufe, Images und Koalitionen. Man denkt im Klischee, man bildet Koalitionen mit anderen. Wir manövrieren unser Gegenüber in eine sehr negative Rolle. Wir bekämpfen ihn. Wir streuen vielleicht sogar gegenüber Dritten Gerüchte über das, was er getan hat oder gelassen haben soll und sorgen damit dafür, dass auch sein Image womöglich Dritten gegenüber sinkt. Die nächste Stufe wäre dann der Gesichtsverlust. Es geht uns nicht mehr darum, unser eigenes Gesicht nur zu wahren, sondern wir versuchen wirklich dem anderen, wie wir denken, die Maske vom Gesicht herunterzureißen. Wir greifen ihn gleichermaßen frontal an. Wir werfen ihm vielleicht sogar vor, dass er uns verraten hat. Dann geht es weiter mit Drohstrategien und Erpressung. Wir drohen ihm, wir kassieren natürlich gleichzeitig eine Gegendrohung. Das sorgt für Stress auf beiden Seiten der Streitigkeit. Dann kommt es zu dem, was Glasl begrenzte Vernichtungsschläge nennt. Wir denken in Kategorien, die mit menschlicher Qualität nichts mehr zu tun haben, sondern wir betrachten es als schon als eigenen Gewinn, wenn jemand anderes auch nur einen geringen eigenen Schaden hat. Dann geht es weiter mit der Zersplitterung und Zerstörung. Wir versuchen, den anderen wirklich völlig aus der Bahn zu bringen und möglichst viel von der Lebenswelt des anderen zu zerstören. Und ganz am Ende steht dann das Gemeinsame in den Abgrund. Ich gebe mich selbst auf, wenn es mir dafür gelingt, zumindest auch den anderen mit herunterzuziehen. Das mag manchen von Ihnen relativ überspitzt vorkommen, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass vielen Konflikten diese oder eine ähnliche Eskalationsstruktur zugrunde liegt. Es muss nicht sein, dass wir wirklich auch bei der allerobersten, allerletzten Stufe ankommen, aber viele Konflikte tragen zumindest Spuren dieser Eskalationstreppe. Was sind die Ursachen dafür, dass es soweit eskaliert? Es beginnt vielleicht damit, dass wir uns strategisch verhalten wollen.
Es hat sicherlich viel damit zu tun, dass die Kommunikation nicht so ist, wie sie sein könnte, dass Botschaften beim Gegenüber ankommen, die wir glauben, nicht gesendet zu haben und andersherum. Eng damit zusammenhängen Wahrnehmungsdefizite, wir nehmen nur das wahr, was wir wahrnehmen wollen, oder auch sonstige Rationalitätsdefizite, weil wir nicht mehr in der Lage sind, nüchtern und besonnen zu agieren, sondern uns gleichermaßen wirklich vom Konflikt mitreißen lassen. Das Ganze findet dann auch eine Entsprechung bei der Frage, wer überhaupt mit diesem Konflikt befasst wird. Am Anfang tritt der Konflikt erst einmal auf. Die Parteien nehmen ihn irgendwann vielleicht nach dem Auftreten auch einmal wahr. Und dann ist der erste Schritt üblicherweise, dass sie miteinander in Verhandlungen treten. Bis dahin ist schon einiges passiert, das darf man nicht vergessen. Also der Konfliktausgang liegt dann schon einige Zeit zurück. Das macht es umso schwieriger, dann Verhandlungen zu einem guten Ende zu führen, weil bereits einiges passiert ist und vielleicht die Beteiligten schon einige Schritte auf der Treppe von Glasl gegangen sind. Häufig kommt es dann dazu, dass die Streitparteien nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, weil ihnen vielleicht die individuelle Erfahrung fehlt, weil sie sich zu sehr in den Strudel des Konflikts ziehen lassen. Und dann ist ein naturgemäßer nächster Schritt, dass man Profis sich zur Seite holt. Profis sind bei rechtlichen Streitigkeiten häufig Rechtsanwälte. Es könnten womöglich auch Nichtjuristen sein, aber die Rechtsanwälte haben ja häufig den ersten Zugriff darauf, weil es uns sehr leicht fällt, uns dann auf die Kategorie des Rechts zurückzuziehen. Also zu sagen, wir kommen hier jetzt zu zweit nicht weiter. Wir können uns nicht einigen, vielleicht sogar der andere will mir böse, dann nehme ich die Hilfskategorie des Rechts an meine Seite und das Recht wird schon mir den Vorteil gewähren, den ich mir aus dieser Streitigkeit erhoffe. Also an der Stelle kommen Rechtsanwälte ins Spiel. Rechtsanwälte sind natürlich ihrerseits zunächst einmal Anwälte des Rechts. Sie haben zwar eigentlich einen etwas weiteren Pflichtenkreis, müssen weit jenseits des Rechts auch die Interessen der Parteien, insbesondere ihrer Mandanten, umfassend in den Blick nehmen. Dennoch ist es erst einmal die Hausdomäne der Anwälte, auch das Recht sich anzuschauen. Und gerade wenn es dann in Richtung eines gerichtlichen Verfahrens steuert, dann ist es so, dass Argumente ausgetauscht werden und dass sich die Sache zuspitzt. Das liegt daran, dass Rechtsanwälte, weil es auch ihr Beruf ist, viel dazu tun, dass sich der Konflikt von dem wahren Konfliktausgang in die Kategorie des Rechts verlagert. Und wenn wir einmal mit rechtlichen Begriffen hantieren, dann sind wir auch ein Stück weit im Schwarz-Weiß-Denken hinein. Denn das Recht muss denken in Kategorien von ein Anspruch besteht oder ein Anspruch gibt es nicht. Und die anwaltliche Arbeit besteht deswegen zu einem Gutteil darin, dass man sich an rechtlichen Tatbestandsvoraussetzungen abarbeitet und Argumente dafür vorträgt, weswegen ein bestimmter Anspruch vorliegt oder womöglich abgewehrt werden kann. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass sich dadurch der Konflikt verlagert auf die rechtliche Ebene und die Ursachen zumindest weniger eine Rolle spielen, jedenfalls in den Hintergrund ein Stück weit treten. Man kann das sehr gut beobachten, wenn man sich Schriftsätze anschaut, die im Vorfeld eines Gerichtsverfahrens und dann natürlich auch im Gerichtsverfahren geäußert werden. Häufig beobachtet man dort, dass die Beteiligten aneinander vorbeireden, weil sie jeweils nur noch Argumente für sich selbst suchen und das Zuhören eine sekundäre, wenn überhaupt noch eine Rolle spielt. Es kommt dann häufig zu Vergleichsgesprächen als einen nächsten Schritt. Vergleichsgespräche können zunächst einmal außergerichtlich stattfinden. Sie können aber auch Teil eines anwaltlichen Schriftwechsels sein. Und diese Schriftwechsel können durchaus zu einem guten Ergebnis führen. Die Polarisierung, die durch die Verlagerung auf die rechtliche Ebene entsteht, führt allerdings häufig dazu, dass ein Vergleich außergerichtlich scheitert. Dann bleibt es entweder dabei, weil eine Seite zu risikoavers ist, um Klage zu erheben, dann kann man sich auch die Frage stellen, ob der Konflikt tatsächlich bewältigt wurde oder ob er einfach nur ausgesessen wird von einer Seite. Wenn allerdings eine Seite meint, dass die Zeichen für sie so gut stehen, dass sie eine Klage erheben kann, dann kommt es regelmäßig zu einem Gerichtsprozess. Und wenn es zu einem Gerichtsprozess kommt, dann beginnen
zunächst einmal erneut Vergleichsgespräche. Vielleicht kommt es am Ende zu einem Urteil. Jedenfalls sind aber bis dahin, und da kommen wir zurück zu dem eingangs gewählten Beispiel von Kirch und Deutscher Bank, sind bis zu einem Urteil oder einem gerichtlichen Vergleich viele Jahre häufig vergangen. Es sind viele Ressourcen eingesetzt worden und müssen auch bezahlt werden, um nur die Rechtsanwälte und die Gerichte zu nennen. Und die Parteien können sich häufig an dieser Stelle schon nicht mehr gegenseitig in die Augen schauen, weil sich der Streit so hochgeschaukelt und polarisiert hat, dass das nicht mehr als eine mögliche Option erscheint. Dieser konventionelle Umgang mit Konflikten ist fast schon eine Art ritueller Automatismus. Ein Automatismus, der auch dahin geht, dass wir die Konfliktbewältigung auf andere delegieren. Sie sehen, noch relativ früh gibt es einmal den Versuch der Parteien, dass sie selbst diesen Konflikt bewältigen, aber dann wird delegiert. Zunächst an die Rechtsanwälte delegieren weiter an das Gericht, dann mag es nochmal den gerichtlichen Versuch eines Vergleiches geben, aber der findet dann häufig im Schatten eines richterlichen Vorschlags statt. Es kommt also letztlich dazu, dass die Parteien nicht mehr selbst Herr ihrer Entscheidungen sind. Das ist etwas, was sehr einfach ist, deswegen kommen wir auch zu diesem Automatismus. Es ist aber womöglich nicht etwas, was im Interesse der Beteiligten steht, weil sie damit das Heft aus der Hand geben. Wie sieht demgegenüber professionelles Konfliktmanagement aus? Der wichtigste Punkt: professionelles Konfliktmanagement setzt sehr früh an. Wir haben eben gesehen, nach dem Auftreten eines Konflikts dauert es üblicherweise sehr, sehr lang, bis die Parteien überhaupt in Verhandlungen treten und dann wird schnell nach oben delegiert. Gutes Konfliktmanagement äußert sich darin, dass womöglich Mechanismen geschaffen werden, die den Konflikt sehr schnell identifizieren, die sehr schnell dafür sorgen, dass man sich darum kümmert, sodass er nicht lange schwelen kann. Und sich darum kümmern bedeutet, dass man den Konflikt vor allen Dingen zunächst mal analysiert und sich die Fragen stellt, die wir uns auch eben gestellt haben. Welcher Konflikttyp liegt vor uns? Was war die Ursache des Konflikts? Wer ist am Konflikt beteiligt und welche Themen treiben die Streitbeteiligten um? In welchem Stadium sind wir? Welche Bemühungen um eine Einigung gab es womöglich schon? Und welche Hindernisse lassen sich identifizieren, an denen eine Einigung bisher gescheitert ist? Wenn die Konfliktanalyse in dieser Weise vorgenommen wurde, dann kommt das, was ich eben schon bezeichnet habe mit dem Fitting the Forum to the Fuss, also der Auswahl der geeigneten Konfliktbehandlungsform für gerade den Konflikt, der vor uns liegt. Es ist wichtig zu wissen, dass es da eine ganze Reihe von unterschiedlichen Formen gibt und dass man bewusst wählt, wenn man sich anschaut, auf welchem Wege soll dieser Konflikt gelöst werden. Verhandeln kann eine dieser Konfliktlösungsmöglichkeiten sein, aber sie ist beileibe nicht die einzige. Insgesamt sprechen wir von der alternativen Streitbeilegung als umfassendem Begriff für diesen Raum verschiedener Konfliktbehandlungsformen. Und man sollte vielleicht wissen, weil auch wir diesen Terminus häufig verwenden, dass regelmäßig auch die Rede von dem englischen Begriff ist, nämlich Alternative Dispute Resolution oder kurz ADR. ADR ist also kurz für alternative Streitbeilegung und wird regelmäßig auch als Akronym so verwendet. Werfen wir an der Stelle einmal einen konkreten Blick darauf, was unter das Spektrum der alternativen Streitbeilegung alles fällt. Die einfachen bilateralen Verhandlungen sind tatsächlich die Urform der alternativen Streitbeilegung, das Einfachste, was wir tatsächlich auch alle kennen. Damit ist nicht gesagt, dass Verhandlungen immer so verlaufen müssen, wie wir sie kennen, aber als Typus ist das zunächst einmal der Grundstein der alternativen Streitbeilegung. Wenn Verhandlungen ins Stocken geraten, zum Beispiel weil es strukturelle, strategische, kognitive oder kommunikative Probleme gibt, muss man sich Gedanken machen, wie man besser verhandeln kann. Wir sprechen an der Stelle vom sogenannten Verhandlungsmanagement. Das ist auch noch eine Art, wie man verhandelt, aber eine Art bewussten Verhandelns, wie man selbst auf das Ergebnis von Verhandlungen Einfluss nimmt und nicht nur intuitiv verhandelt. Verhandlungen lassen sich managen einerseits einseitig. Das bedeutet, ich verhandle gemäß eigenen Prinzipien, bestimmten Vorsätzen, die ich mir selbst gegeben habe und habe den anderen bei diesen Vorsätzen zunächst einmal nicht im Boot. Ich kann aber auch Verhandlungen managen, indem ich
bestimmte Absprachen mit meinem Verhandlungspartner treffe. Das wäre gemeinsames Verhandlungsmanagement. Ich schließe zum Beispiel einen Verhandlungsvertrag, bevor ich mich an den Verhandlungstisch setze und sage, wir beide wollen nach bestimmten Grundsätzen verhandeln. Wir wollen zum Beispiel uns gegenseitig ausreden lassen. Wir wollen beide eine bestimmte Sprechzeit haben. Wir einigen uns auf bestimmte Hilfsmittel für unsere Verhandlung oder wir einigen uns auch darauf, dass bestimmte Dinge nicht passieren, zum Beispiel, dass kein Protokoll über die Verhandlung angefertigt wird. Eine Sonderform wäre das hier bezeichnete Collaborative Law. Das ist ein US-amerikanischer Begriff für ein Verfahren, das sich insbesondere in Familienstreitigkeiten eingebürgert hat, mit dem man versucht, außerhalb von Gerichten in gemeinsamen Verhandlungen mit Anwälten eine Lösung für insbesondere Ehe- und Familienkonflikte zu finden. Sie sehen schon, das Thema Verhandlungen und Verhandlungsmanagement hat eine große Bedeutung. Es ist der Grundstein der alternativen Streitbeilegung. Deswegen werden auch die dritte und die vierte Einheit dieses Podcasts sich gerade mit diesem Thema beschäftigen. Verhandlungen kann man allerdings nicht nur dadurch verbessern, dass man sie selbst managt, womöglich alleine, womöglich gemeinsam mit dem Verhandlungspartner, sondern man kann womöglich auch Dritte einschalten, die helfen, Verhandlungen besser zu führen. Wie können solche Dritte in die Verhandlungen eingebunden werden? Das kann zum einen sein, dass es sich um einen Dritten ohne Entscheidungskompetenz handelt. Das wäre zum Beispiel ein Schlichter. Ein Schlichter ist jemand, der Verhandlungen führt, der aber am Ende des Tages nicht entscheidet, sondern nur einen Vorschlag macht, wie der Konflikt gelöst werden könnte. Und es liegt dann an den Parteien, sich darauf zu einigen oder doch einen anderen Weg zu wählen. Die Schlichtung sehen wir heute insbesondere in Verbraucherstreitigkeiten. Diese werden noch Gegenstand der 10. Folge dieses Podcasts sein. Wenn der Dritte ohne Entscheidungskompetenz noch nicht einmal einen Vorschlag macht, sondern wirklich nur die Verhandlungen unterstützt und sich jedenfalls in der Regel jeglicher Bewertung über das, was die Parteien da vorbringen, enthält, dann sprechen wir von einer Mediation. Also eine Mediation ist eine drittunterstützte Verhandlung, die natürlich auch verschiedene Spielarten hat, aber bei der in der Regel jedenfalls der Mediator neutral bleibt und sich jeglicher Bewertung enthält. Das sind die Dritten ohne Entscheidungskompetenz, die in Verhandlungen eingreifen können oder Verhandlungen mit betreuen können. Es gibt auf der anderen Seite auch Dritte mit Entscheidungskompetenz, die für ein Verfahren in Betracht kommen, ein außergerichtliches Verfahren. Das können zum Beispiel Schiedsrichter sein. Ein Schiedsrichter ist vereinfacht gesagt ein privater Richter. Da läuft in Schiedsverfahren vieles so ab wie vor dem staatlichen Gericht, aber es ist eben nicht staatlich, sondern privat zusammengesetzt. Das hat viele Vorteile, die sich die Parteien davon erwarten. Zum Beispiel, dass sie Kontrolle darüber haben, wie das Verfahren ablaufen soll. Das steht nicht im Gesetz, sondern das können sie selbst bestimmen. Und sie können auch selbst bestimmen, wer der Schiedsrichter ist, der ihren Konflikt entscheiden wird. Und wenn nicht die gesamte Konfliktmaterie durch einen Dritten mit Entscheidungskompetenz entschieden wird, sondern nur eine Teilfrage, dann spricht man von einem Schiedsgutachten. Ein Schiedsgutachter kann also zum Beispiel zu einer technischen Teilfrage eine Bewertung vornehmen und diese Bewertung kann dann die Grundlage für die weiteren Verhandlungen sein. Ein Schiedsgutachten lässt sich deswegen auch einbauen in verschiedene andere ADR-Verfahren. Und schließlich gibt es auch noch hybride Verfahren, die werden in dieser Vorlesung Gegenstand des letzten und 11. Podcasts sein. Hybrid heißt eine Mischung aus verschiedenen Verfahren. Es gibt zum Beispiel ein Verfahren, das heißt MedArb, Mediation, Arbitration, also Mediation und Schiedsgerichtsverfahren, gepaart oder hintereinander geschaltet. Und von diesen Zwittern, Verfahrenszwittern, gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten und die werden wir Ihnen in der letzten Folge dieses Podcasts vorstellen. Wie kommen wir dazu, dass wir dieses große Spektrum der alternativen Streitbeilegung heute aufzeichnen können? Die Geschichte der alternativen Streitbeilegung reicht sehr weit zurück. Sie lässt sich schon viele hunderte Jahre zurückverfolgen, vielleicht auch tausende Jahre. Im engeren Sinne kam der Gedanke von alternative Streitbeilegung allerdings dann vor knapp 50 Jahren wieder in den USA auf.
Das US-amerikanische Gerichtssystem sieht etwas anders aus, als wir das hierzulande kennen. Und es gab damals in den USA eine große Unzufriedenheit damit, was man vor Gericht erreichen konnte. Und das hat den Boden bereitet dafür, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie sich Streitigkeiten womöglich außergerichtlich lösen lassen. Es gab seitdem in Amerika eine große und lange Forschungsgeschichte dazu. Es sind viele Projekte und Versuche unternommen worden. Es gab auch einige gesetzliche Statuten, die dazu ergangen sind. Ich nenne nur den Uniform Mediation Act von 2001. Und heute ist die alternative Streitbeilegung deswegen in den USA vergleichsweise weit ausgeprägt und das durchaus schon jetzt seit einigen Jahrzehnten. In Europa sind die Probleme im Gerichtssystem andere und sie sind vielleicht, jedenfalls aus unserer Sicht, etwas weniger dringlich. Und so kommt es, dass Europa diese Entwicklung, die wir in den USA schon am Ende des 20. Jahrhunderts beobachten konnten, dass die Europa so richtig jetzt erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts erfasst hat. Das ist durchaus nicht untypisch, dass wir also solche Entwicklungen aus den USA hier in Europa mit 10, vielleicht 15 Jahren Verspätungen ähnlicherweise nachvollziehen und noch einmal reflektieren. Man kann den Fortschritt der alternativen Streitbeilegung in Europa vielleicht auch ein Stück weit ablesen an Gesetzgebungsinitiativen, die es in den vergangenen Jahren gegeben hat. Da gab es insbesondere im Jahr 2008 eine Richtlinie der Europäischen Union zur Mediation, die in das deutsche Mediationsgesetz 2012 gemündet hat. Und es gab wiederum etwas später, im Jahr 2014, eine Verbraucherschlichtungsrichtlinie der EU und eine Online-Streitbeilegungsverordnung der EU. Und diese Richtlinien, diese Rechtsakte wurden Anfang des Jahres 2016 für Verbraucherstreitigkeiten umgesetzt. Das sind also alles sehr, sehr junge Gesetze. Die Gesetze sind nicht der einzige Grund, weswegen wir die alternative Streitbeilegung heute wachsen sehen, aber sie sind letztlich geben Zeugnis dafür, dass sich da was tut. Und wenn wir uns heute mit diesen Fragen beschäftigen, dann ist es ein Thema, was jetzt gerade auf die Tagesordnung rückt und was uns in den nächsten Jahren nach aller Wahrscheinlichkeit noch wesentlich prominenter begleiten wird, als wir das in den vergangenen Jahren erlebt haben. Wir finden, das ist ein guter Grund, sich vertieft mit dieser Materie zu beschäftigen. Und das werden wir tun in den nächsten Folgen dieses Podcasts, die viele dieser einzelnen Verfahren, die wir jetzt angesprochen haben, noch einmal näher unter die Lupe nehmen. Lassen Sie uns kurz rekapitulieren, was Gegenstand dieser ersten Podcast-Einheit war. Wir haben uns angeschaut, welche Ursachen ein Konflikt haben kann und welche Dynamik er annehmen kann. Erinnern Sie sich an die Eskalationstreppe von Friedrich Glasl, ein ganz typisches Eskalationsmuster, das in dieser oder ähnlicher Weise vielen Konflikten zugrunde liegt. Wir haben uns dann angeschaut, wie man üblicherweise konventionell und intuitiv mit Konflikten umgeht, nämlich dass man sehr schnell delegiert, dass man vielleicht etwas zu früh bei einem Gericht ankommt und dass man sich jedenfalls nicht vorher die Frage gestellt hat, welche anderen Möglichkeiten intelligenten Konfliktmanagements kommen in Betracht. Und zum Schluss haben wir noch einen Blick geworfen auf das Spektrum der alternativen Streitbeilegung. Wir haben uns einfache Verhandlungen als den Grundstein der alternativen Streitbeilegung angesehen und haben gesehen, dass man diese Verhandlungen auf unterschiedliche Weise managen kann, sei es einseitig, sei es gemeinsam, sei es aber auch durch Unterstützung eines Dritten. Und dieser Dritte kann entweder Entscheidungskompetenz haben, wie etwa im Falle eines Schiedsverfahrens, oder er kann nur Vorschläge machen wie ein Schlichter, oder aber, und das ist letztlich im Zentrum dieses Podcasts und auch unserer Münchner Ausbildung zum Wirtschaftsmediator, er kann auch als Mediator die Verhandlungen begleiten, ohne selbst Bewertungen zu treffen und einfach, indem er die Verhandlungen unterstützt und das Verfahren leitet und begleitet, einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die Parteien selbst und eigenverantwortlich eine Konfliktlösung finden, mit der Sie am Ende des Tages dann auch wirklich zufrieden sind. Ein kurzer Ausblick auf den zweiten Teil dieses Podcasts, auf die nächste Einheit. Ich habe es eingangs bereits gesagt,
Diese nächste Einheit wird sich beschäftigen mit Kommunikation und Konflikt. Wir haben dieses Thema bewusst so weit nach vorne gerückt, weil die Kommunikation das A und O bei der Streitbeilegung ist, auch bei der Mediation. Und deswegen wollen wir diese Grundlagen möglichst früh in diesen Podcast einbinden. Es wird in diesem zweiten Teil des Podcasts insbesondere um das Verhältnis von Kommunikation und Konflikt gehen. Wir werden also fragen, welche Rolle die Kommunikation bei der Dynamik, vielleicht auch bei der Eskalation von Konflikten spielt. Und wir werden uns dann in einem zweiten Schritt damit beschäftigen, wie man besser kommunizieren kann und idealerweise so konstruktiv kommuniziert, dass der Verhandlungspartner auch bereit ist, sich mit an den Tisch zu setzen, dass idealerweise bei der Verhandlung dann Ergebnisse entstehen, die von beiden Seiten mitgetragen werden, die auf einem guten Weg zustande gekommen und die alle Konfliktbeteiligten am Ende den Konflikt als positiv ergriffene Chance wahrnehmen lassen.